Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute stelle ich euch die 7 besten Smartphones bis 600 Euro vor. Wie bei unseren anderen Videos werden wir wie gewohnt die Vor- und Nachteile der Geräte erläutern und diese kurz vorstellen. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abonnement da, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß! Die diesjährige Xiaomi 12 Serie ist ein bisschen anders. Xiaomi bietet zwei schnelle, identische Handys in der gleichen Reihe an und das Xiaomi 12 ist das erste kompakte Flaggschiff des Unternehmens seit einer Weile. Das Mi 8 war das letzte Premium-Handy von Xiaomi mit einer ähnlichen Bildschirmdiagonale. Zunächst waren wir von der Ergonomie und der Verarbeitung des Handys wirklich angetan. Vielleicht ist es nur die Größe, die uns täuscht, aber wir würden behaupten, dass dann noch etwas anderes ist. Das Xiaomi 12 fühlt sich in der Hand so dicht und stabil an. Die abgerundeten Kanten der Vorder- und Rückseite treffen auf dem mittleren Rahmen, ohne jegliche Vorsprünge oder Kanten zu bilden. Die gesamte Oberfläche des Handys fühlt sich gleichmäßig und glatt an. Mit dem Snapdragon der 8. Generation bietet das Smartphone eine verbesserte Leistung. Das OnePlus 9 Pro ist die Krönung der Bemühungen des Unternehmens in den letzten Jahren und das erste Mal, dass sich eines seiner Smartphones wirklich komplett anfühlt. Es bietet eine Top-Leistung, eine großartige Kamera und all den Schnickschnack, den man derzeit von einem Flaggschiff-Smartphone erwarten kann. Es ist ein Gerät, das wirklich mit den besten Smartphones der größten Marken mithalten kann. Allerdings hat es auch einen ebenso hohen Preis und es ist nicht zu leugnen, dass das OnePlus 9 Pro eine teure Wahl für ihr nächstes Telefon ist. Es gibt sicher wenig, was hier fehlt, wobei die fehlende Micro-SD-Unterstützung eine der wenigen Funktionen ist, die dieses Smartphone im Vergleich zu anderen Handys nicht bietet. Das OnePlus 9 Pro hat ein erstklassiges Design mit einem wunderschönen 6,7 Zoll QHD-Display, das eine starke Helligkeit und erstklassige Details liefert, während eine superglatte 120 Hz Bildwiederholrate zum erstklassigen Gefühl beiträgt. Das Gerät selbst mag für einige zu groß sein, aber das Design mit seiner Glasrückseite und der Auswahl an drei Farben ist sein Geld wert. Das iPhone 11 ist eine echte Überraschung. Es bietet fortschrittliche Technologie, vor allem in Bezug auf Kamerafunktion und Verarbeitungsleistung, zu einem niedrigeren Preis als sein Vorgänger aus dem Jahr 2018, das iPhone XR. Es kombiniert ein großes 6,1 Zoll Display mit einem hochwertigen Gehäuse und ist außerdem in einer Reihe von verschiedenen Farben erhältlich. Der auffälligste Aspekt des 2019er iPhones ist die Bildaufnahmefunktion. Mit zwei Sensoren auf der Rückseite können Sie nun zusätzlich den normalen Hauptbildern auch Weitwinkelbilder aufnehmen. Diese Sensoren haben jeweils 12 Megapixel und werden von der Rückseite des Telefons in einem quadratischen Glasgehäuse abgehoben, was uns optisch nicht besonders gefällt. Der Nachtmodus ist der beeindruckendste Teil der Bildqualität des iPhone 11. Er bringt Helligkeit und Klarheit in unmöglich dunkle Szenen und auch der Porträtmodus, der den Hintergrund defokussiert, ist auf dem neuen iPhone verbessert. Das Motorola Edge 30 Fusion ist in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Das Smartphone überzeugt mit einem sehr dünnen Design und einem hellen AMOLED-Display. Nicht ganz so gut schneidet die Kamera ab. Zwar sind die Bilder der Hauptkamera bei Tageslicht gut, beim Zoomen schneidet die Technik jedoch etwas schlechter ab. Auch das Ultraweitwinkelobjektiv und die Frontkamera haben mit Detailverlusten zu kämpfen. Der Prozessor hingegen liefert eine mehr als solide Leistung und die Arbeitsgeschwindigkeit im Alltag sowie bei mobilen Spielen ist gut. Positiv hervorzuheben ist die Schnellladefunktion mit 68 Watt. Kabelloses Laden ist aufgrund der Bauweise des Geräts nicht möglich. Es ist einfach zu dünn, um die nötige Technik im Gehäuse unterzubringen. Unterm Strich ist das Edge 30 Fusion von Motorola ein solides Smartphone für die Mittelklasse. Ein völlig neues Gesicht. Apple hat das iPhone Lineup 2020 um einen neuen Konkurrenten erweitert. Das iPhone 12 Mini ist eine reine Größenvariante des iPhone 12 und eignet sich daher besonders für diejenigen, die ein kompaktes Smartphone suchen, denen das iPhone SE 2020 aber zu schwach ist. Mittlerweile enthalten auch die Modelle ohne den Zusatz Pro viel von den Pro-Flaggschiffen. Das iPhone 12 Mini kommt mit einem knackigen, sehr hellen und extrem farbtreuen HDR-OLED-Display in gewohnt randlosem Look. Die Farbraumabdeckung erlaubt auch eine professionelle Bildbearbeitung ohne Probleme, der kleine 5,4 Zoll Bildschirm ist allerdings nicht so sehr. Dafür liegt das Gerät besser in der Hand als die größeren Schwestermodellen, aber vor allem in kleinere Hände. Die Kamera ist identisch mit der des etwas größeren iPhone 12. Mit zwei Objektiven kann man zwischen einem sehr lichtstarken f1.6 Weitwinkel und einem Ultraweitwinkel wählen, was sich für Landschaftsaufnahmen empfiehlt. Da der Fotosensor grundsätzlich vergrößert wurde, dürfte die Low-Light-Performance der Kamera noch höher sein. Die Bilder werden im Dunkeln noch besser. Das Schöne ist, dass im neuen Mini der gleiche Chip verbaut ist, der auch im iPhone 12 Pro zum Einsatz kommt. Das verspricht Spitzenleistung ohne Einschränkungen.
Die T-Serie von Xiaomi ist die richtige Wahl für anspruchsvolle Smartphone-Benutzer, die vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten. Die 12. Generation der Serie heißt folgerichtig 12T und startet mit einer UVP von 579 in der unteren Hälfte der oberen Preisklasse. Im Vergleich zum Vorgänger 11T 5G hat sich einiges getan. Zu den willkommenen Änderungen gehören das noch schärfere und intensivere OLED-Display mit 120 Hz sowie der neue Premium-Chipsatz von MediaTek, der auch anspruchsvolle Aufgaben gut meistert. Das Kamera-Setup ist das gleiche wie beim Vorgänger: 108 Megapixel Hauptkamera, Ultraweitwinkelobjektiv und Makroobjektiv. Die Hauptkamera bietet nun eine bessere Blende sowie eine optische Bildstabilisierung für Videos und Ähnliches. Allerdings ist die Makrokamera im 12T schwächer als im 11T und ihre 2 Megapixel kaum nutzbar. Auch die Frontkamera ist trotz ihrer hohen Auflösung von 20 Megapixeln kein echter Top-Fotogarant. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh, was zusammen mit der guten Energieeffizienz des aktuellen Prozessors für solide Laufzeiten sorgt. Xiaomi integriert nun auch im 12T die spektakuläre 120 Watt Schnellladetechnik, die das Gerät innerhalb von nur rund 20 Minuten auflädt. Während der Xiaomi 11T noch einen schicken Metallrahmen hatte, gibt es beim 12T allerdings nur noch Kunststoff. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2021 ging das beliebte Pixel Phone in seine 6. Runde. Während die vorherigen Generationen etwas funktionaler waren, wird es dieses Mal wieder etwas anspruchsvoller sein. Kratzfestes Gorillaglas von Corning und Seiten aus Metall, Wasserfestigkeit und Staubschutz gibt es obendrauf. Mit 9 verspielten Farbvarianten will Google auch diejenigen ansprechen, die des schwarzen oder weißen Standarddesigns überdrüssig sind. Die größte Neuerung ist eine Mischung aus Hardware und Software. Der neue Chipsatz namens Tensor ist eine Eigenkreation von Google mit einem speziellen zusätzlichen Rechenkern. Dieser ist für bestimmte KI- und Machine Learning-Prozesse reserviert, die sonst von Google über die Cloud abgewickelt werden. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welches Smartphone war euer Favorit? Schreibt's in die Kommentare. Die Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.